Hallihallo, meine Lieben, hier ist Mega Valencia 10 und herzlich willkommen zu einem Lightsea 3D Game Studio Tutorial. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich ganz kurz an die Leute was sagen, die sich jetzt wundern, warum fängt er wieder mit 3D Game Studio an? Ich dachte, das hätte der abgeschlossen. Ich habe ja mal ursprünglich diese früheren Tutorials dazu gemacht und es gab immer wieder Fails, weil ich irgendwas vergessen habe, nicht wusste oder so. Und ich glaube, am besten ist es, ein Tutorial über etwas zu machen, was man gerade abgeschlossen hat und nicht, wenn man gerade mit anfängt. Und deswegen möchte ich jetzt einfach eine ganz geordnete und strukturierte Reihe zu Lightsea-Projekten machen. Übrigens, jetzt mal an alle Anfänger, es gibt ja auch diese Workshops, diese 25 Workshops, die solltet ihr auch mal durcharbeiten. Müsst ihr nicht jetzt vorher machen, ist also nichts, was ihr jetzt braucht. Aber es ist nicht schlecht, das parallel zu machen. Aber ich versuche trotzdem ein bisschen mich von dem zu entfernen, was da gemacht wird und nicht genau parallel damit zu arbeiten, denn das wäre langweilig. So, das ist jetzt ein Tutorial, was sowohl totale Anfänger angeht, als auch Leute, die schon ein bisschen was gemacht haben. Hier kann man immer mal wieder was lernen. Ja, ganz schön. Also, das hier ist der Skript-Editor. Der wird von 3D Game Studio mit geliefert, wenn man das Programm installiert. Genauso wie zum Beispiel der Model-Editor oder der World-Editor. Dazu kommen wir erstmal nicht zum Sprechen, zusprechen, so, denn es geht ja hier ums Programmieren, genau. Und ganz kurz die Funktion hier mal durcharbeiten. Hier fängt man ein neues Skript an, das hier können wir mal gerade schließen mit Rechtsklick. Und das kann man saven as, also speichern als. Ich habe einen Ordner angelegt, der heißt Tutorial, der hier. Und das nenne ich jetzt einfach mal Main Script, weil es das Hauptskript wird. Deswegen nenne ich es Main. Das ist so das, was ich raten würde. Das Ganze ist ein main.c-Dokument. Ich nenne das hier oben jetzt mal main.c, auch wenn man das schon lesen kann. Man kommentiert die Zeilen so, also man kann hier was reinschreiben in das Ding und kommentieren tut man mit zwei Slashes. Also so funktioniert das Ganze. Das schreibe ich jetzt nur mal ganz kurz hin. Tutorial Einführung. Das ist jetzt einfach mal hier so hingeschrieben. Es ist nur ein Beispiel. So, was kann man jetzt alles machen? Das ist die Frage. Hier kann man öffnen, hier kann man schnell speichern, hier kann man bestimmtes kopieren, wenn man das markiert hat, hier kann man es ausschneiden, einfügen, ja, also alles Mögliche. Das sind ja die Standardsinger. Was Neues sind diese drei Sachen hier. Das hier wäre das aktuelle Skript einmal durchbenutzen, was gerade passiert. Das wäre das aktuelle, das gesamte Projekt einmal zu testen. Und das hier wäre der Debug-Run, der ist aber erstmal unwichtig für uns. Den würden wir nicht benutzen. Also wir werden hauptsächlich mit dem schwarzen Play-File hier arbeiten. Und ja, das ist auch schon mal das, womit wir jetzt anfangen werden. Und zwar ein ganz einfaches Projekt zu schreiben. Wir können das Ganze hier einfach mal starten und sehen schon, wie das Ganze so funktioniert und haben schon unser erstes Fenster. Und ja, meine lieben Leute, das ist euer erstes Spiel, was ihr habt. Das hier ist das richtige Spiel, ja. Das hier wird dann das Spiel sein. Also ist natürlich noch schwarzer Bildschirm und so weiter. Upsala. Und daran wollen wir jetzt ein ganz klein bisschen arbeiten. Womit fängt man bei einem Projekt an? Egal, was man macht, man muss erstmal kurz sagen, um was es sich eigentlich insgesamt handelt. Und deswegen muss man was includen. Das funktioniert sowohl in C als auch in Lightsea, so wie in C++ und so weiter. Includen bedeutet im Prinzip etwas einfügen oder etwas, ja, vielleicht auch importieren. In die Richtung geht das auf jeden Fall. Und hier unten kann man immer lesen, was man dazu machen muss. Zum Beispiel muss man hier eben den Filename hinschreiben oder hier den Filename. Also ich kann mal ganz kurz sagen, wenn man das so zum Beispiel machen würde, jetzt als Beispiel. Dann würde das bedeuten, dass man ein Projekt includet, was sich im Ordner befindet. Das heißt, befindet sich im Ordner eine main.c-Datei, würde er die includen. Macht man jedoch die Dinger hier, das ist, dann sucht er das insgesamt überall mehr oder weniger. Am Anfang muss man, egal was man macht, argnx.h, also eine Header-Datei, includen. Das ist also die Engine, die wir dazu benutzen, zum Beispiel, die wir benutzen, wenn wir eine Welt erstellen wollen. Sonst würde das alles gar nicht klappen, ja? Das ist also im Prinzip die Grundplattform, damit das Ganze funktionieren kann. Sonst würde das Ganze nicht laufen. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Beispielskript, das heißt defo.c. Da sind so ein paar Standardsachen bei. Das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Das heißt, wenn wir das jetzt starten, also kompilieren, und man die F11-Taste drückt, kann man hier schon allgemeine Informationen sehen. Das ist alles bereitgestellt von defo.c, dieser Datei. Zum Beispiel die Framerate, also die Frames per Second pro Sekunde, die Entities, also die Objekte, die es gibt. Aber das lernen wir alles noch.
Jetzt wollen wir mal unsere erste Funktion schreiben. Es ist zwar nur ein Einsteiger-Tutorial, aber trotzdem kann ich ja schon mal kurz zeigen, wie man so eine Funktion schreibt. So, und entschuldigt die Versprecher, aber ich habe gerade eben gegessen und ich glaube, das ist nicht sonderlich gut. Und zwar nenne ich das einfach mal, ach nee, wir sind hier gerade Game Studio, wir nennen es mal Function Main. Denn das ist die Hauptfunktion, das ist im Prinzip vom Skripteditor so vorgegeben. So kann man sagen, dass alles mit einer Main-Funktion beginnt. Das ist die Funktion, die als allererstes aufgerufen wird, wenn man hier drauf geht. Das bedeutet, man drückt auf Test Run und das erste, was der Compiler macht, ist denken, okay, ich suche jetzt mal, wo die Function Main ist und mache das mal. Zum Beispiel können wir jetzt mal ein Beispiel machen, müsst ihr jetzt gar nicht verstehen, was ich hier mache. Und wir schreiben einfach mal Hello World hier rein. So. Und wenn wir das starten, steht hier Hello World. Weil das eben so die Funktion ist. Das soll eben passieren. Das steht eben der Function Main drin. Anders könnte man zum Beispiel eine neue Funktion schreiben. Zum Beispiel könnte man hier eine Funktion Megavalencia 10 schreiben. Das müsste man dann so machen, also statt Main einfach Megavalencia 10 und schreibt jetzt hier Hello World again hin und ruft dann diese Funktion einfach auf. Das macht man folgendermaßen, so. Und dann würde das gleiche im Prinzip. Das heißt nicht print t, sondern print f. Und dann würde im Prinzip das gleiche funktionieren wie eben, nur dass man es nicht aus der Hauptfunktion rausmacht, sondern eben eine Nebenfunktion aufruft. Das ist eben so das Standardmäßige, was man so für 3D Game Studio braucht, um hier zu arbeiten. Wenn man dann mal große Projekte hat, dann ist es immer sinnvoll, ein gewisses System zu haben, wie man einrückt. Das beste Einrücksystem für mich persönlich ist das, was ich hier benutze. Das, was die meisten benutzen, ist aber das hier. Function Main. Machen dann hier das erste hin und hier das zweite. Das benutzen so die meisten. Das ist aber nichts für mich. Ich benutze das so, weil ich das viel besser so geordnet finde. Wichtig ist auch, sinnvolle Namen zu benutzen. Wenn du irgendwann mal ein Riesenprojekt mit 80.000 Skripten und 90 Millionen Codezeilen hast, ja, dann wirst du dich wundern, was war nochmal die Function Megavalencia 10? Ich habe keine Ahnung, ja. Und deswegen nennt man zum Beispiel, kann man zum Beispiel Funktionen, zum Beispiel mit FNC abkürzen, Megavalencia 10 und macht das so. Und dann weiß man immer, aha, das ist eine Function. Kann man sich das merken. Variablen kann man zum Beispiel mit einem var vorher machen oder Integer kann man mit einem i vorher machen. Was es alles gibt, das müsst ihr, muss euch jetzt auch noch gar nicht sagen, was das ist. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten abzuspeichern. Zum Beispiel kann man auch als Punkt-H-Datei abspeichern. Dann wäre es ein Header. Hätte man eine Punkt-H-Datei erzeugt. Kann aber auch zum Beispiel die .fx-Dateien machen. Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann sieht man, hier hat man drei verschiedene Typen. Einmal in C++ Header, einmal ein FX-Effekt, das sind Effekte, wenn man welche bearbeiten will, und einmal eine C-Datei erzeugt. Das ist so im Prinzip das, was man so gebrauchen kann. Und das war's auch schon mit dem Einsteiger-Tutorial. Wenn es dir gefallen hat, dann schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Es gibt hier echt jede Menge sonstiges zu lernen, auch für C++ oder sonst was, was sich eben so interessiert. Und ansonsten kann ich nur den Tipp geben, das Allerbeste, wie man am allermeisten lernt, ist einfach alles selber auszuprobieren. Probiert, 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 macht, was ihr wollt. Und ihr werdet sehen, es macht Spaß und man lernt auch noch was dabei. Bis demnächst, ciao.